Grüner Schlüssel. Habe ich ja. Ich habe einen grünen Schlüssel. Okay. Da passiert immer was Fieses gleich. Nö. Passiert nichts Fieses. Krieg einfach nur Geld geschenkt. Ist in Ordnung. Nehme ich mit. So, jetzt haben wir einen schönen Geisterwahn hier. Super. Ich glaube, ich springe einfach, wenn der vorbei ist. Ducken. Ja. Es gibt halt immer einen Rhythmus, wie man da am besten durchkommt bei diesen Geistern, aber es ist halt immer schon zeitaufwendig. So, links und rechts können wir wieder gehen. Was ist das? Eine Schatztruhe? Ein gelber Schlüssel. Ja, danke. Wir dürfen auch nicht vergessen, ganz am Anfang des Levels, da war ja auch noch Besatzungsmitglied, ne? Falls ihr euch erinnert. Naja, da war was. Aha. Interessant, da ist ein Schalter. Ah, das Gewicht! Ah, alles klar. Endlich hat das Gewicht... Oh Gott. Endlich hat das Gewicht meinen Sinn ergeben, wollte ich gerade sagen. Ach, na gut, solange das einigermaßen machbar ist. Ja, ja. Wie gesagt, ich werde das sowieso gleich nochmal neu laden. Nämlich jetzt. Okay. Wieder sehr nett. Nee, ich habe da eben ja gerade sehr... Ach, das war der falsche Halt. Ich habe die falschen geladen. Sorry. Nein, den wollte ich nicht. Nein. Moment. Ich habe ja neu gespeichert auf dem Slot. So. Sorry, dass das für euch gerade wieder ein bisschen unübersichtlich ist. So. Den Schlüssel holen ist kein Problem. Genau. Aber jetzt, wir sind echt gut ausgestattet, ne? Das ist super. Ich würde ganz gerne auch gleich die 200 zusammenkriegen, um mir das letzte Apothekending zu holen. Ansonsten geht es uns echt gut. Und die Bombe, ja, alles gut. Dann haben wir gleich alles aufgebraucht, was wir so hatten, ne? Das Gewicht haben wir gerade noch eben verwendet. Dann kommt wahrscheinlich gar nicht mehr allzu viel in diesem Level, könnte ich mir vorstellen. Was Schönes. Ach, wieder den falschen, ja. Ja, ja. Ist okay. So, okay. Dann öffnen. So, gehen wir zurück. Die Mumie nochmal killen. Die uns nie was bringt. Hopp. Oh! Das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Egal, jetzt habe ich es eingesammelt. Ja, ja. So. Ah, ich könnte an dieser Stelle aber ein bisschen Werbung machen. Und zwar... Ihr kennt ja mittlerweile den Dave, der bei mir auch öfter auftritt, bei Spyro oder bei Crash oder sonst irgendwas. Und der gute Dave hat jetzt endlich wieder Let's Play angefangen auf seinem Oldschool-Kanal, sag ich jetzt mal, auf Dave Durden TV. Da ist ja eigentlich gar nicht mehr so viel los. Aber jetzt hat er Let's Play angefangen. Das ist ein sehr ruhiges Let's Play, ist aber ein Rollenspiel und ein alter Klassiker eigentlich, nämlich Pathologic. Gefällt mir richtig gut. Ich kannte es nur durch ein Let's Show, was er vor, ich glaube, 8 oder 9 Jahren mal hochgeladen hat. Also schon lange, lange her tatsächlich. Und ja, jetzt kam gestern, also ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war es gestern, kam der erste Part. Wahrscheinlich sind jetzt auch schon 2, 3 Parts online, wenn das hier ausgestrahlt wird. Und also mir gefällt es richtig gut. Also wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Tolles Spiel, wirklich. Sehr, sehr mystisch, düstere, bedrohliche Stimmung. Mag ich total gerne und man muss halt so ein Geheimnis lösen. Und ja, also geile Geschichte. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Vielleicht ist das ja auch was für euch. So. Jetzt wieder konzentrieren. Ich wurde nämlich schon wieder zweimal getroffen. Aber das musste ich mal eben erwähnen. Wow, gefährlich. Gefährlich. So, jetzt kommen gleich die ganzen Schädel wieder angehobbelt. Das war ganz schön kühn von mir. Sagen wir es mal so. Ja, ich habe wieder zu wenig Kohle, um da was machen zu können. Deswegen gehen wir direkt mal weg vom Shop. Ey, das war gemein. Ah! Okay, ich habe zumindest jetzt mehr Energie als eben. Ich warte nochmal eine Runde Totenschädel ab. Das hört sich auch komisch an, ne? Das sind, glaube ich, Sätze, die man nur bei Traps and Treasures hört. Ich warte noch eine Runde Totenschädel ab, hör mal. So. Okay. Den haben wir ja, den Schlüssel. Genau, da war ja einfach nur ein Sacken gesagt. Jetzt könnten wir uns die letzte Apotheke gönnen, aber will ich jetzt nochmal zurücklatschen? Nee, so eilig habe ich es dann damit auch nicht. Dann kämpfen wir uns lieber durch die Geisterpassage hier durch. Ja, gut, Alex. Ah.
Aber soll ich... Naja, das war, glaube ich, nicht der richtige Weg. Das habe ich eben viel, viel besser gelöst. Ich glaube, ich werde jetzt schon wieder so ein bisschen nachlässiger. Weil ich mich jetzt mit der Energie sicherer fühle, die jetzt auch schon wieder halb aufgebraucht ist. Also, Vorsicht, Alex. Ach ja, das Gewicht. Sehr gut. So, jetzt, genau, die Passage. Ja, der Kompass zeigt uns, glaube ich, an, das habe ich ja schon mal gesagt, in welche Richtung der Ausgang liegt. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube. Also zumindest dieser Kompass, den haben wir ja praktisch, seitdem ich den eingesammelt habe. Und er sagt halt nur, in diese Richtung musst du gehen. Ah, so schnell war ich nicht. Um die... Ja, um den einzusammeln. Was ist da drin? Okay, Geld. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, darunter zu gehen. Vor allem, wie kriege ich das überhaupt auf? Weiß ich ja noch gar nicht. Ha! Okay, gehen wir erstmal weiter. Da oben ist nichts. Ich habe Angst. Noch eine Mumie. Sehr gut. Da ist doch was. Achso, das war er selbst. Was brauche ich da? Gelb. Alles andere wäre auch jetzt scheiße gewesen, tatsächlich. Was ist das für ein Schalter? Oh Gott. Okay. Ist da oben was? Ne, da ist nichts. Okay. Ach, fuck. Ach, hier ist uns gar nichts mehr. Dann haben wir jetzt aber ein Problem, ne? Weil ich weiß nicht, wo ich noch lang soll. Okay, scheiße. Wenn du jetzt von da oben schießt, habe ich... Ja. Kann ich einfach wieder weggehen? Du... Ne, er verschwindet nicht. Doch, er verschwindet. Nein, tut er nicht. Ja, super. Willst du mich jetzt verarschen? Ich hab doch geschossen. Arschloch. Ja, was mache ich jetzt hier? Der öffnet sich nochmal. Natürlich. So, wie ist das? Aber ich kann dann... Ach, wie ist das Gitter auf? Ach, ich habe einen Schalter betätigt, ich Honk. Ah, natürlich. Heb das Gitter zu einem längst vergessenen Stollen. Mhm. Ich gehe erstmal hier hin. Ich habe dir den Weg zum Amulett aufgeschrieben. Viel Glück. Das ist wohl das hier, ne? Suche das Amulett im Raum neben den Schädelstollen. Mhm. Neben dem Schädelstollen. Muss ich erst nochmal wieder... Ich habe jetzt wieder... War das hier gerade der Schädelstollen? Ist das der Schädelstollen? Ich sehe, da ist ja noch eine Tür. Das habe ich gar nicht gesehen. Boah, nett. Ah, hier sind ganz viele Zacken. Hm. Man muss genau hingucken, dann sieht man es auch, aber... Fuck. Alter. Ich bin gleich stout. Oh! Na, war schön. Ja, danke. So, wir haben hier... Wo geht's hier lang? Ach, hier waren wir schon mal. Alles klar. Ach, hier bin ich. Jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Alles klar. Okay. Jetzt muss ich hier wieder... Im Raum neben den Schädelstollen. Das war doof. Ja, ich bin gleich tot. Aber ich kann das jetzt schlecht speichern. Das kann ich jetzt nicht speichern. Nee, das ist... Ist das hier der Schädelstollen? Wahrscheinlich, ne? Puh, okay. Ja. Das müssen wir nochmal neu laden. Alles klar. Oder auch nicht klar. Vielleicht hätte ich nochmal speichern sollen, fällt mir gerade ein. Ja, ist egal. Im Raum neben dem Schädelstollen. Ich müsste echt gleich nochmal genau in Erfahrung bringen, was genau der Schädelstollen jetzt ist. Okay. Oder vielleicht war das die alte Tür, die ich da eben gefunden habe, aber da war ja kein Amulett. Und wir müssten dann irgendwie nochmal ganz an den Anfang zurück, weil da ja immer noch was war zum Einsacken. Also es ist schon spannend, ne? Also finde ich schon. Ah, wieder zu schnell gedrückt. Aber da gibt es natürlich auch Vitamine. Wobei, ich brauche sie ja nicht. Ich brauche das Vitaminzeugs gar nicht. So.
Okay. Also jetzt ist noch klar, wo wir lang müssen. Vor allem, es gibt, glaube ich, auch keine andere Möglichkeit, gerade noch irgendwo lang zu gehen. Und der Bereich da mit den beiden Mumien gerade? Ich glaube, der hat mir auch nichts gebracht, ne? Müssen wir gleich nochmal gucken. Aber ich glaube nicht. Ja, nö, den möchte ich jetzt nicht unbedingt. Obwohl, ja, bringt auch nicht mehr viel. Ja, genau das hatte ich nicht gehofft. So, ganz kurz. Das ist das Gewölbe der Fäulnis, ja. Einsturzgefahr, ist klar. Ich muss halt nochmal genau gucken, wo dieser, oder ja, was, wo genau dieser Schädelstollenbereich ist. Ich muss hier ja nur nach oben gucken und nicht nach unten, hoffe ich. Deswegen gehe ich mal ein bisschen psychischer hier durch. So. Dann wissen wir, dass wir hier lang müssen. So, jetzt kommen die wieder. Und da sind wir gerade eben oben aus dieser Höhle rausgefallen. Super. Genau in dem Moment, wo ich nicht schießen konnte. Ja, egal. Also da sind wir eben rausgefallen auf dem Rückweg. Jetzt muss ich doch unten aufpassen hier. Scheiße. Ach ja, jetzt kommt der Kack. Na, das war der grüne Schlüssel. Ja, den brauche ich ja auch. Über nochmal den Shop. Ja, komm. Nehmen wir nochmal ein bisschen Energie mit, ne? Ja, soll ich hier nochmal speichern? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier noch nicht. Ich warte nochmal eine Runde. Na komm. So. So, reingucken. Ach ja, das war das. Die Geldkammer. So. Vielleicht sollte ich hier jetzt noch mal eine kleine Speicherung vornehmen. Das ist ja auch in eurem Interesse, denke ich. So, okay. Wir nehmen ja schon wieder über eine halbe Stunde auf, sehe ich gerade. Ist ja Wahnsinn. Also ich möchte auf jeden Fall jetzt dieses Level noch schaffen. Und wenn ich da gleich nicht weiterkomme, dann muss ich das nachschauen. Aber noch habe ich Hoffnung, dass wir das irgendwie hinkriegen. Weil ich habe ja auch keine Hilfs-Items mehr. Ich habe weder Seile noch. Gut, ich könnte mir theoretisch Bomben kaufen, aber ich glaube, die brauche ich nicht in dem Fall. Und Schlüssel haben wir ja auch nicht mehr. Glaube ich zumindest. Also gleich, ne? So, hier hauen wir das Gewicht drauf, klar. So. Ist das hier vielleicht der Schädelstollen? Ich bin mir. Oder war der Schädelstollen da ganz am Anfang? Wo diese andere Passage mit denen hier war. Das ist ja auch interessant, dass der sich auf einmal geöffnet hat da. Aus irgendeinem Grund. Nee, das möchte ich nicht haben. Ich habe doch keine Items mehr. Ich guck doch einmal kurz nach, sorry. Nein, wir haben nur das Buch, okay. So, und irgendwie haben wir hier was drin gemacht. Ach ja, da war der Schalter drin, genau. Und da, genau, da ist ja noch eine andere Tür. Also die Schatztruhe nehme ich mal eben kurz mit. Ist klar. Dann kann ich ja nur hier rein. Ja. Und wenn ich jetzt gleich wiederkomme, dann haben wir. Dann ist das Fallgitter geöffnet. Hervorragend. Das müssen wir speichern. Sorry, aber das ist gerade so eine günstige Gelegenheit, da kann man ja gar nicht anders, ne? Also ich muss das schon nutzen. Wenn wir wirklich gute Energie haben und ich denke, wir machen Fortschritt, dann muss ich halt eine Speicherung machen. Das ist halt so bei diesem Spiel, weil jeder Fehler einem wieder richtig mies mitspielen kann. Ja, genau wie das. Oder soll man hier. Hier soll ich doch nicht wieder zurück, oder? Das wäre doch Quatsch. Oder? Nee, das wäre Blödsinn. Ich muss jetzt ja noch mal zu dieser Luke, wo der Gefangene ist. Das ist ja ganz wichtig.
Weil ich brauche ja unseren Mannschaftskameraden müssen wir befreien. Na, das ist ja auch Sinn unserer Mission. Das warten wir hier nochmal eben ab. Kann ich mich auch hier drauf stellen? Ja, schon. Bringt bloß nicht so viel. Genau. Ach, jetzt sind wir wieder beim Shop. Dann kann ich mir jetzt doch das letzte Shop-Ding holen. Komm. So, haben wir das auch. Und den Rest schoben wir vielleicht für noch eine bessere Waffe. Okay. So, gehen wir nochmal hoch. So, die ist ja schon auf. So, da oben kommt gleich nochmal der Gefangene. Zu dem muss ich jetzt ja anscheinend nochmal hin. Na, 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 na. Ah, das war doof. Ja, das war doof. Ja, gebe ich zu. Mein Fehler. Ist auch doof. So. So, da muss ich mal eben lang. Sorry. Okay. Die Geister sind halt nervig, ne? So. Ja, man müsste halt noch mal genau in Erfahrung bringen, was ist der Schädelstollen? Das ist jetzt nicht die große Frage. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was der Schädelstollen genau ist. Ich glaube, das ist ein Bereich vorher gewesen. Aber wie kommt man wieder zurück? Kriegen wir schon irgendwie hin, ne? So, Dankeschön. Genau. Im Raum neben dem Schädelstollen. So, jetzt habe ich hier noch was aktiviert. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder zurück. So. So, wir sehr weit zurück, ne? Mal gucken, wie wir das machen am besten. Ja, kann man so machen. Es ist ja eigentlich hier die Einsturzhöhle. Ja. Ach, die ja auch wieder. Scheiße. Ja, habe ich jetzt nicht dran gedacht. So, genau. Ach ja. Schon aufpassen. Jetzt müssen wir nach rechts zurück. Ach, das ist ja auch wieder eine Einsturzhöhle, ne? Ja, natürlich. Aber das ist die einfachere. Prinzipiell, weil hier halt kein Bodenbelag ist. Vielleicht bin ich tot. So. Ach so, ja, nett. Jetzt ergibt es auch Sinn. Jetzt ist es nämlich. Jetzt ist es schwieriger, hier lang zu kommen. Okay. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich gehe jetzt mal den Weg wieder hoch. Da. Das war doof. Weil da kam ja gleich die Stelle, wo wir dann wieder an den Anfang zurück konnten. Und ich denke, dass dieser Schädeltunnel oder die Schädelgrotte da unten irgendwo ist. Hier nämlich lang. So, glaube ich. Wir gehen jetzt erstmal in den Shop reingucken. Ach, komm, wir holen uns mal. Na? Soll ich nochmal speichern? Komm, wir gönnen uns das mal. Sieht ja gerade ganz gut aus. So, zack, zack. Ich denke, ja, also der Raum neben der Schädelgrotte, da müssen wir jetzt hin. Und wir brauchen noch wie viele Crewmitglieder? Drei. Okay. Also, irgendwann müssen wir ja zum Anfang zurück. Ist ja klar, weil da, wie gesagt, Eingang zur Wasserhöhle, okay. Die Dings war. Der eine Gefangene noch. Jetzt sind wir ja relativ am Anfang, ne? Ja, schon. Ja, sehr sogar. Wir gucken jetzt einfach mal den Anfang. Ja, Arschloch. Ach, hier sind wir. Nee, da muss ich doch nicht hin. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Nee, 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 nee. Dann gehen wir hier lang. Es gab irgendwo diese ominöse Schädelgrotte. Okay, wo war die Schädelgrotte? Da oben ist nichts.
Nee, ich glaube, hier bin ich aber auch nicht richtig. Mist! Muss ich da echt den Gang zurück mit den Mäusen? Das einzige Problem ist, wenn hier ein Totenkopf erscheint, muss ich den zwingend einsammeln. So, okay. Jetzt sind wir hier. Das ist jetzt ja auch mies, ne? Wie soll ich denn hier... Das ist ja auch mies. Ich glaube, das ist nicht so gewollt, dass ich hier zurückgehen soll. Ich glaube, das ist unnötig, was ich hier mache. So. Ach, hier bräuchte ich eine Leiter. Habe ich eine Leiter gefunden? Nee, ne? Ich gucke nochmal kurz mein Inventar durch. Hier muss ich noch eine Leiter finden, alles klar. Ja. Ich brauche hier eine Leiter. Oder komme ich hier das Seil ran? Ach so! Wäre doof. Okay, den hätte ich von Anfang an retten können, alles klar. Trotzdem brauche ich da an der Einstellung eine Leiter. Okay, also muss ich sowieso immer wieder zurück. Da brauche ich eine Leiter. Sonst komme ich da nicht hoch. Ja, danke. Ah ne, da muss ich gar nicht hoch, sehe ich gerade. Hm. Das haben wir ja alles schon gemacht hier. Ich glaube nicht, das ist da... Nee. Ich glaube, ich habe jetzt Mist gebaut. Ich hätte nicht so weit zurückgemusst. Ich möchte nur rauskriegen, wo jetzt diese blöde Schädelgrotte ist. Ich habe ja das irgendwo schon mal gelesen. Mit dem Titel Schädelgrotte. Frage ist nur, wo war das? Ach, das war das hier. Wo war das mit Schädelgrotte? Wisst ihr was? Wir laden das nochmal eben neu. Weil ich glaube, ich habe mich hier verfranst. Ja, gehen wir mal hier wieder hin. Das ist eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt, weil von hier aus kommt man eigentlich überall hin. Ich gehe mal hier runter. War hier... Da war ja das Rätsel mit diesen Schädeln. Vielleicht ist hier unten die Schädelgrotte gewesen. Ich müsste halt nochmal so ein paar Schilder haben, wo was stand. Ich habe auch keine Schlüssel mehr. Also irgendwo muss es jetzt ja weitergehen. Was ist das denn nochmal? Zum Schädelstollen. Oder war das Schädelstollen? Da. Dann ist das der Raum neben dem Schädelstollen. War das Schädelstollen? Kann auch sein. Vielleicht muss ich hier das Amulett suchen. Möglich. Das Tor hat sich geöffnet. War ich hier doch gar nicht? Anscheinend nicht. Okay, da ist ein Crewmitglied, alles klar. Jetzt gucken wir erstmal hier hin. Oh. Ja, brauche ich jetzt gerade gar nicht, aber ist schon schön, ne? Hi, mein Freund. Ja, wir müssen ein bisschen basteln. Trotzdem will ich mal hier drunter gucken. Das kann ja... Okay, da ist nichts drunter. Manchmal ist ja was drunter versteckt. So. Ach, da komme ich gar nicht rein. Kann ich gar nicht befreien, mein Kumpel. Vielleicht, wenn ich oben noch was finde. Gucken wir mal ein bisschen hoch. Ach, schön, dass er wieder zack runterfällt. Okay, irgendwas hat er mit Sicherheit gemacht, der Schalter. Sonst wäre er nicht da, ne? Was hat der Schalter getan? Das Gitter geöffnet. So simpel kann es manchmal sein. So, dann machen wir den da. Ja, geht auch. Und mit dem... So, müsste eigentlich gehen jetzt. Tada! Du bist frei. Oh! Da war tatsächlich noch eine Schatztruhe drunter versteckt. Geil. So. Noch zwei Crewmitglieder, Leute. Ich weiß, es ist nervig, aber ich speichere das ab, weil ich muss sicher gehen. Ich muss hier echt sicher gehen. Das ist mir lieber. Es ist für euch vielleicht ein bisschen nervig, aber für mich ist es halt angenehmer. Wenn ich weiß, ja, oh, das passt. Okay. Die Räume sind mir gerade ein bisschen zu nett. Da ist ein Zacken im Boot, ich sehe es. Aha. Was ist. Ah, das Amulett! Dieses Amulett scheint eine magische Kraft auszustrahlen. Mir scheint, als hätte ich sein Abbild irgendwo schon gesehen. Wo soll ich denn das Amulett jetzt benutzen?
Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich das Abbild schon mal gesehen hätte, wenn ich ehrlich bin. Er glaubt, er hätte das Abbild schon mal irgendwo gesehen. Das ist toll. Keine Ahnung. Ach, jetzt kommen die hier wieder. Es ist ja schön, wenn er das glaubt. Aber wo soll ich jetzt mit dem Amulett hin? Haben wir das? Ja, gut, ich kann es hier nicht. Ne, random verwenden ist ja auch Quatsch, ne? Ja, wohin damit? Ich habe jetzt echt gerade keine Ahnung, wo ich damit jetzt hin könnte. Das Gute ist aber, dass gleich der Part vorbei ist und dann könnte ich das theoretisch mal in Erfahrung bringen. Soll ich da nochmal reingucken? Puh. Ja, wo lang soll ich jetzt, ne? Das ist jetzt die große Frage. Wo soll ich damit hin? Naja, jetzt bin ich hier wieder in dem Geister-Canyon, wollte ich gerade sagen. Also, das war auf jeden Fall der Raum neben der Schädelhöhle da. Das war, glaube ich, jetzt richtig. Oben links zum Geisterfelsen, oben rechts zum Gewölbe der Fäulnis, rechts zum Gang der Finsternis. Hier nochmal lang gucken. Da war nochmal ein Shop. Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ah, egal. Bin ich runtergefallen. War ich hier schon mal? Doch, ne? Aber ich denke schon. Ja, doch, ich war hier schon mal. Ja, Gang der Finsternis. Ja, das ist jetzt die große Frage. Wo soll ich jetzt noch. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich lade nochmal neu. Sorry. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Also wenn wir das Amulett haben, was machen wir damit? Das ist die große Frage jetzt gerade, die sich mir stellt. Was machen wir mit dem Amulett? Und wo können wir das einsetzen? Also weiß ich jetzt echt gerade nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwo eine Stelle gab, wo ich schon mal diesen Amulettkopf oder so gesehen hätte. Mir scheint, als hätte ich sein Abbild irgendwo schon gesehen. Das ist jetzt die Frage. Gab es irgendeinen Raum? Ich hätte vielleicht darauf achten sollen. Vielleicht wisst ihr es auch schon. Und ich habe es einfach nicht mehr auf dem Schirm. Wir können natürlich auch gerne noch mal ein bisschen rumgucken hier, klar. Solange der Part noch läuft, ne? Ansonsten müsste ich das vielleicht versuchen in Erfahrung zu bringen. Oder war da oben noch was? Da war ja eine Sackgasse da oben. Moment. Na, hier glaube ich nicht, ne? Nee, da ist auch nichts. Segeln wir mal hier runter. So. Wo könnten wir das Abbild gesehen haben? Tja. Soll ich hier nochmal lang gucken? Es gab natürlich einige Räume. Aber, puh. Das könnte jetzt theoretisch überall gewesen sein. Nee, hier auf keinen Fall. Nee, das hat sich erledigt. Also da nicht. Man müsste halt die einzelnen Höhlen nochmal abklappern und gucken, ob da irgendwo eine Wand war oder so, wo dieser Kopf zu sehen war. Also muss ja. Er würde sonst nicht sagen, wo habe ich das Abbild schon mal gesehen, wenn uns das jetzt nicht weiterhelfen würde. So fies ist das Spiel dann nicht. Na, gehen wir hier nochmal lang gucken. Ich weiß halt nicht mehr, was es im Einzelnen wo gab. Oh Gott. Ja, das war wieder mies. Also hier auch ne. Der Sprungknopf hat gerade nicht funktioniert. Das ist keine Ausrede. Ich werde sowieso dann gleich nochmal neu laden, höchstwahrscheinlich. Zum Beginn des nächsten Parts. Weil ich werde gleich einen kleinen Cut machen und die Aufnahme sichern. Ne, wo? Puh. Dann kann ich nur noch mal zum Anfang zurücktrotten, ob da irgendwas war. Vielleicht war es im allerersten Bereich. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück. Wo war dieses Gesicht zu sehen? Ist interessant. Doch, schon. Das ist sehr interessant. Da oben glaube ich auch nicht. Dann können wir eigentlich nur zum Anfang zurückgehen. Ich achte jetzt schon auf die ganzen. Oh, hier gab es ja auch noch einen Gang. Ach du Scheiße. Boah, ja, schon lange, lange her, dass wir hier waren, ne? Ne, das war ja auch nur so ein kleines.
Nee, hier wird es das nicht gewesen sein, oder? Nee, das glaube ich eigentlich. Eigentlich glaube ich das nicht. Das ist also so ein kleiner Mini-Rätselraum gewesen. Da wird das auch nicht gewesen sein. Ah, es kann ja theoretisch wieder überall gewesen sein, ne? Hi! So gefährlich. Was war das noch für ein Knopf? Ach, wir könnten das Wasser wieder einlassen, ne? Wasser einlassen. Aber bringt das was? Jetzt haben wir das Wasser wieder eingelassen. Huh. Vielleicht ist das das Rätselslösung, dass wir jetzt durch das Wasser einlassen irgendwo wieder was... Tja, das kann natürlich jetzt die Lösung sein. Aber... Pff. Weil wozu gibt es sonst einen Knopf, dass man das Wasser wieder einlassen kann? Ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Der Part ist eigentlich auch zu Ende. Ach, jetzt kommen ja die Mäuse hier. Ne, das ist auch Quatsch. Ja, meine Freunde, ich mache an dieser Stelle jetzt doch mal einen Cut und sage, der Part ist jetzt hier zu Ende. Ich muss jetzt irgendwie in Erfahrung bringen, wo denn, ja, diese ominöse Höhle sein könnte, wo jetzt dieses Gebilde ist, wo wir das Medaillon benutzen können. Diese Höhle gehen wir jetzt nochmal gemeinsam hier durch. Habe ich jetzt beschlossen. Und, ja, das ist auch nicht natürlich. Ist ganz klar. Ja, ich werde es irgendwie in Erfahrung bringen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Uns fehlt ja auch noch ein Kartenteil. Vielleicht kriegen wir das ja alles noch. Wäre schön. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.